Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Hallo? Zu einem weiteren Let's Play. Prey. Ist irgendwo da rüber, oder? Ja, irgendwo da rüber. Da kann ich einfach außen rum gehen. Warum kann man da nicht rein? Egal. Könnte mir jetzt verknacken, aber da muss ich ja. Was ist ein Phantom? Oder ein Mimik? Ach ne, ist nur ein Mimik, okay. Ach, da können wir doch knacken. Ist auch nur Stufe 1. Ja, wollen wir jetzt eigentlich mal das lernen, dass wir Mimik-Tumor rausnehmen können? Haben wir jetzt 8 Neuromods? Nekropsie, du hältst wertvollere Organe aus tieferen Überresten. Tieferen Organe können recycelt werden, um exotisches Material zu halten, das der Herstellung von Neuromods dient. Wobei, davon haben wir zwar eigentlich momentan genug, aber... Ach, scheiß drauf, ich mag das. Bin gerne der Chirurg. So, jetzt können wir zumindest mal ganz kurz hier durchlaufen und die Dinger. Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Die Dinger einsammeln, damit sich das ein bisschen lohnt. Oh, hier war sogar noch was anderes drin. 9 mm Munition. Noch irgendwo. Okay, er war auf jeden Fall noch irgendwo ein Lebender. Leichen. Gerade nicht mehr. War da drin noch eine Leiche? Ist doch schon mal nicht so schlecht. Oh, und die Blüten. Kann natürlich sein, dass er wieder nachwachsen. War auch nicht schlecht. Reparieren wir das Ding mal. Ach, das brauchen wir. Müssen wir, glaube ich. Müssen wir das reparieren, um hier reinzukommen? Also um da weiterzukommen? Das könnte sein. Muss nicht sein. Dann müssen wir auch einfach hier lang. Irgendwas reparieren, aber ich sehe nicht was. Ist das ein Fehler? Also das Ding geht doch. Das Arbeitsterminal. So, da haben wir doch genau zum richtigen Zeitpunkt dieses Adoptiv-Zeug gelernt, weil hier können wir relativ viele Mimik-Sachen einsammeln. Sind schuld, dass er noch eine Leiche. Scan abgeschlossen. Was können wir da jetzt lernen? Kinetische Explosion 2 erfordert 5. Du erzeugst eine physikalische Explosion, die bis zu 75 Schaden verursacht und alles innerhalb von 6 Metern um das Zielgebiet herum wegstößt. Können wir uns eh jetzt gerade nicht leisten. Zielfähigkeit verfügbar. Habe mich nicht so schlau angestellt in dem Kampf, muss ich zugeben. Sorry. Die schießen halt echt verdammt schnell. Ne? Man denkt, man kann immer ausweichen, bevor das Ding bei einem ankommt, aber die schießen echt verdammt schnell. Luftkapselschlüssel. Ah, da war doch schon wieder ein Gegner. Müsste auch noch ein Phantom gewesen sein, so wie das klang. Das ist
Meine Fresse! Ersatzteile zerlegen benötigt. Wir haben auch echt nicht mehr viele Ersatzteile, muss ich zugeben. Was? Die stapeln sich nicht, die Dinger? Warum sagt mir das denn keiner? Guckt euch das an! Nimmt ja mega viel Platz weg! Und dann brauchen wir eigentlich jetzt den nächsten Anzug, aber mit Sicherheit kostet der jetzt schon ziemlich... Ach nee, der kostet 4. Verbessert deine Transteruniform durch erweiterte Inventarplatz, erlaubt die Installation von 2... Ja, dann nehme ich das jetzt. Sonst ist das ja direkt voll. Ja. Schade um die Ersatzteile, aber scheiß drauf. Die wissenschaftliche Methode, das hatten wir schon. Geht's nicht rein. Ich will ja auch eigentlich bloß zu diesem blöden Schlüssel da. Wo ist denn das? Da, Fluchtkapschlüssel, 12 Meter, 13 Meter, müssen wir da rüber. So schlimm, Alter, wie wird denn jetzt nicht gestapelt? Jeder andere Quatsch wird auch gestapelt. Scheiße! Okay, hat uns diese Fähigkeit noch ein bisschen den Arsch gerettet, aber trotzdem schon relativ eklig. Können wir eigentlich noch so ein Psi-Ding nehmen. Au, ich dachte, ich wär schon weg gewesen, dieses komische, weiß ich nicht, Nachgiften. Waffen-Upgrade, eieiei. Problem ist bloß, ich kann jetzt definitiv meine Pumpgun nicht mehr, ach, ich kann glaube ich auch gar nichts mehr mit. Mit ja, Stärke verbessern. Also entweder warte ich jetzt, bis ich da dann weiter in Schaden investieren kann. Das Problem ist bloß, es kostet dann glaube ich 8. Also wenn jetzt Waffenschmied 2 nehme, es kostet glaube ich 8. Guck mal nach. Nee, 6 kostet. Ah, ist trotzdem teuer, ne? Aber alles andere ist halt einfach nicht so wichtig. Man muss es leider so sagen, wie es ist. Ich komme mit dem Rückstoß komplett klar. 4 Munition passt. Nachladegeschwindigkeit. Okay, könnte schneller sein. Oh, Mann. Ich bekomme halt auch mal noch eine andere geile Waffe, die ich dann verbessern will. Also solange ich noch Platz habe im Inventar und dieses Waffenupgrade nicht weg muss, werde ich es nicht benutzen. Lieber aufheben. So, wo ist denn jetzt der Schlüssel, verdammt? Mehrere Ziele. Da. Fluchtkapselschlüssel. Hier ist er versteckt, okay. Tut mir leid, Morgan. Keine Ahnung, wie du die gekriegt hast, aber ich kann dir diese Schlüsselkarte nicht überlassen. Vertrau mir, du würdest es bereuen. Wie schade. Dann müssen wir improvisieren. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Trifft dich selber im Foyer, Neuromat-Abteilung. Disruptor-Taser-Pistole. Die Disruptor-Taser-Pistole setzt männliche Ziele außer Gefecht tiefer und sind widerstandsfähiger, können aber auch kurzzeitig betäubt werden. Robotereinheiten können ebenfalls kurzzeitig vom Disruptor deaktiviert und letztendlich zerstört werden. Okay. Kann ich eigentlich die Glue-Kanone oder sowas hier auch verbessern? Nee. Glue-Effizienz. Verringert die Menge an Glue, die du benötigst, um Ziele bewegungsunfähig zu machen. Bewegungsgeschwindigkeit, effektive Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Okay. Eine Elektroschockhandwaffe, die von Drone Tactical entwickelt wurde. Der Disruptor legt Bedrohungen für die Sicherheit lahm, indem er auf kurze Distanz elektrische Stromstöße abgibt. Die menschliche Ziele außer Gefecht setzen und organische Gegner kurzzeitig betäuben. Robotische Gegner werden beschädigt und vorübergehend deaktiviert. Aha.
nicht so wichtig. Schön, dass wir jetzt quasi fast umsonst, also die Neben, das Nebenquest geht natürlich weiter, aber jetzt haben wir natürlich fast um. Jetzt haben wir natürlich fast umsonst unseren Weg hierher gemacht. Wer ist Dezember betritt? Trifft Dezember im Foyer. Schlüssel der Leiche, Whistleblower. Foyer. Wir müssen jetzt also einfach zurückgehen, wenn ich richtig verstanden habe. Wie kommen wir wieder rauf? Wahrscheinlich da lang. Ah, jetzt sind wir echt komplett wieder am Anfang. Wie geil. Oh. Hä? Ah. What? Wie, ich komme hier nicht raus? Okay. Okay. Ich könnte ja mal auf die Karte gucken, aber das wird immer so faul. Wir müssen halt einfach eine Ebene weiter hoch. Was ist denn hier los? Müssen wir wieder irgendwas umriegeln? Und hier bin ich ja gekommen. Wie kann ich denn jetzt auf dieses Ding zugreifen, also diesen... Das da ausrüsten. Wo ist denn das Ding? Okay, aber das scheint schon nicht so schlecht zu sein, die... Scheint schon nicht so schlecht zu sein, um die aus dem Gefängnis zu setzen. Hatte ich nicht viel mehr kaputt gemacht von den Scheiben? Wie komme ich denn jetzt hier wieder weiter? Bin ich doof? Hier? Meine Herren! Noch einfach nur wieder zurück. Ist nicht das so schwer? Ich glaube, jetzt kommen wir zurück. Sehr gut. Oh, was für ein verdammter Umweg, ey. Ich hoffe, ich muss ja nie wieder hin. Geh auf, geh auf. Ich hoffe, jetzt kommen jetzt nicht noch mehr Mimics. Wir haben jetzt zweimal die Gänge hier geklärt. Muss irgendwann reichen.
war denn das gerade? Morgan, dieser Operator war ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Da hat mich gerade ein Phantom angegriffen. Geil. Ich hab nicht gerafft, dass ich überhaupt da im Ziel stand. Ich hoffe mal, jetzt der letzte automatische Speicherstand ist nicht ganz so weit weg. Hoffentlich oben auf der Ebene. Ich will nicht wieder diesen ganzen verdammten Umweg laufen. Komm schon. Oh nee, nee, oder? Oh, ich muss den ganzen scheiß Umweg nochmal laufen. Nächster Einfall. Teil von Ergoplasmus. Genannt Mimik. Imitiere. Was? Habe ich noch nicht mal das Ding geholt? Oh nein. Oh nein. Dann müssen wir improvisieren. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Jetzt muss ich erstmal die Waffe irgendwo hinlegen, wo ich die auch brauche. Das Ding brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht. Entfavorisieren. Favorisieren. So. Auf welcher Zahl? Eigentlich auf 6 müsste sein, ist egal. Okay, okay, Disruptor-Pistole ist jetzt favorisiert. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Korrumpierter Operator, Auszug aus dem Blabla. Zusammenfassung des Vorfalls. Ich wurde von Carlos Popinga an den Ort des Geschehens gerufen, der um Hilfe mit einem weiteren durchgedrehten Operator in der Nähe des Arboretum-Aufzugs bat. Popinga erläuterte, dass er geschickt wurde, um den fehlerhaften Hauptaufzug zu reparieren. Er behauptete, dass sein Technik-Operator offensichtlich versagt hatte, als er beim Aufzug ankam und ihn sogar angriff, als er versuchte, ihn zu deaktivieren. Ich habe eine EMP-Ladung eingesetzt, um den Operator außer Gefecht zu setzen. Popinga wurde mit schweren Verbrennungen ins Traumazentrum gebracht. Die Techniker unten im Maschinenlabor haben den Operator bereits überprüft und stellten fest, dass er hardwareseitig umverkabelt und neu programmiert wurde, wie bei den letzten Vorfällen auch. Das sieht mir nach Sabotage aus. Und wir haben keine Notiz. Egal. Oh, wo war denn jetzt der Ausgang? Warum sind denn die Scheiben wieder repariert? Die waren auf jeden Fall schon mal kaputt. Nee, das ist nicht richtig. Auf der anderen Seite? War das nicht hier? Sag ich doch. Ach, Mann, Mann, Mann. So, diesmal da aufpassen, dass dieses blöde Phantom mich nicht platt macht. Ohne, dass ich es mitbekomme vor allem. Wir können auch mal wieder unseren Anzug ein bisschen reparieren, sehe ich gerade. Morgan,
ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Sie arbeiten alle gegen sie. Vertrauen Sie. Du brauchst das hier vielleicht. 0791M. Selbst. Vertrauen Sie Ihrem Video. Wir brauchen die Zündschlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Haben Sie was Interessantes gefunden? Ist es tot? Geil, dass ich einfach mal 1 Million Medikits verschwendet habe. Und mich auch nicht wirklich darauf konzentrieren konnte, was der Typ mir gesagt hat. Generally. Die Typhon verfügen über die Fähigkeit, Technologie zu verändern. Auch die Programmierung von Operatoren. So, wir gucken nochmal ganz kurz auf unsere Ziele. Personal Tracking. Aber ich glaube, das ist halt sinnlos. Also das verstehe ich den Sinn nicht. Das brauchen wir einfach nicht machen. Gut, dann können wir jetzt einfach wieder dahin gehen, von wo wir gekommen sind, weil jetzt sind nämlich alle Ziele da. Verdammt, hätte ich das noch vorher schon abgeschlossen gehabt. Aber ich habe, wie gesagt, nicht gedacht, dass wir da einen Nebenquest machen. In diesem Sinne, ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.